Willkommen zurück zu Let's Play Kings Bounty Warriors of the North und wir sind an einem komplett anderen Ort, wo wir letztes Mal stehen geblieben sind. Warum ist das so? Wo sind wir? Eine geheimnisvolle Goldhöhle mitten im Eingang, eine ziemlich kleine Höhle. Es ist die Höhle des Nekromanten neben Quests, also wenn wir uns erinnern, vor zwei Parts, drei Parts ungefähr, da haben wir ja vor einer Höhle mit so einem Elfen geredet, der was gesagt hat, er hat irgendwo einen Nekromanten gesehen, in der Höhle reingehen und wir sollen ihn besiegen und hin und her. Und ich bin da runtergegangen. Letztes Mal sind wir eigentlich stehen geblieben in der Höhle vor der Kommandantin, war hinter mir dieser Vampirkampf und ich habe den Vampirkampf glorreich verloren, ziemlich knapp. Es ist so gewesen, da waren diese komischen Erzvampire oder Uraltvampire, die auch die Fähigkeit haben auszuweichen und ich weiß nicht, was in dem Kampf los war, aber auf jeden Fall, wenn fünf von meinen Einheiten Angriffen gehabt haben in der Runde, dann haben vier davon verfehlt und das grob 6-7 Runden hintereinander. Das heißt, ich habe den nicht klein gekriegt und habe dann eben verloren. Ziemlich knapp nachher natürlich nur, es war ziemlich knapp, also meine Kriegermeiden waren nur übrig. Ich glaube 80 von seinen Uralt-Vampiren und 100 von den normalen Vampiren. Also jetzt nicht so schlimm. Aber eben die Uralt-Vampire haben einfach zu oft ausgewichen und das war irgendwie unmöglich. Ich bin dann rausgegangen aus der Höhle, wollte ein bisschen kämpfen. Man sieht es, ein bisschen Erfahrung sammelt. Und wie auch immer, ich habe gerade diesen Kampf gemacht gegen diesen Nekromanten. War nichts Besonderes dabei, ganz normaler Kampf, ziemlich billig. Und der Nekromant war dort, eigentlich ein Schmuggler anscheinend. Und da sind wir jetzt auf jeden Fall bei ihm mit dem Text. Sie haben gerade bezwungen, den Kampf erfolgreich bestanden. Oh nein, er hat ja wohl auf eine Prügelei aus. Au. Jetzt wird mir eine Woche lang der Rückchen wehtun. Sagt mir, wie ihr seid und was ich euch getan habe. Mein Name ist Olaf. Wer seid ihr? Ich erwartete, hier Untote zu finden und den Nekromanten. Kommt schon, sagt mir, was hier vorgeht. Wovon redet ihr da, Junge? Wir sind keine Untoten. Wir sind nur gewöhnliche, hart arbeitende Menschen. Man nennt mich dort. Und was hier vorgeht? Nun, wir tun eben, was wir tun müssen, um durchzukommen. Ich frage euch, wie sonst sollen gewöhnliche Leute in dieser furchtbaren Welt überleben? Ein bisschen Taschenspielerei hier, ein kleiner Raub da, dann und wann ein Betrug. Kurz gesagt, wir haben uns an allen möglichen Geschäften versucht. Jetzt habe ich gerade einen echten Schnapsbrennkessel ergattert. Ein Schnäppchen, sage ich euch. Der Kampf, damit ihr es wisst, es war gegen Bauern. Es gab 6000 Bauern, 450 Priester und glaub, keine Ahnung, grob 1000 Räuber oder sowas, also jetzt nichts Besonderes. Warum verkleidet ihr euch dann als Untote? Die elfischen Waldläufer brachten mich hierher, sie dachten, hier befände sich das Versteck eines Nekromanten. Naja, ich muss zugeben, das Leben ist für uns nicht immer einfach, es ist ein riskantes Geschäft, versteht ihr? Es gibt Dutzende wie uns in Alania und sollten sie herausfinden, dass wir so ein Gerät haben, nun, dann würden sie es bestimmt gerne in die Finger kriegen wollen. Wenn die Leute aber glauben, dass wir Untote sind, dann wäre wohl niemand dumm genug, hier freiwillig runterzukommen. Ihr zählt natürlich nicht. Hört mal, ihr sagtet, die Elfen haben euch hergeschickt, ja? Ich nehme an, das bedeutet, dass sie draußen warten und den Eingang beobachten? Könntet ihr uns einen großen Gefallen tun und die Leute von hier fernhalten? Letztendlich sind wir ja sozusagen verwandt. Eine große Familie vom selben Stamm und so. Es wird unser kleines Geheimnis bleiben, ja? Und was sage ich den Elfen? Also, sagt ihnen doch, ihr hättet den Nekromanten getötet. Sie werden wahrscheinlich nicht nachsehen kommen und unsere Zuflucht bleibt ein Geheimnis. Und für eure Bemühungen schließen wir euch etwas Gold vor. Schießen wir euch etwas Gold vor. Und ich leg noch einen Krug Bier obendrauf von unserer Lieblingssorte. Ihr habt mich überredet, ich helfe euch, aber lasst uns sicherstellen, dass wir auch alle unsere Versprechen einhalten. Hey, Kopfgeldjäger Stufe 2. Was ist das genau? Ich glaube, das ist Heldentöten, oder? Ich hab das erst auf Stufe 2. Okay, wo ist es denn? Da, ja, das ist genau. Feindliche Helden getötet. 30 müssen wir jetzt nur 20 töten. Also, plus 10 Wut zu Beginn eines Kampfes gegen einen feindlichen Helden. Ganz schön angenehm. Und Zwergenbier. Ein Krug mit starkem Gerstenbier. Was? Okay. Verwendung gibt 20 Wut, minus 20 Mana, Schluck 3. Ja, wenn wir jetzt den unbedingt brauchen. Zerstören kann er nicht. Okay, dann hat er vielleicht Truppen. Zeigt mal, was ihr aufgetrieben habt, während ich weg war.
Okay, was hat er da für Truppen? Ich kann Wächter nachkaufen. Die kaufe ich jetzt einfach einmal nach. Obwohl, na, die habe eigentlich eine Reserve, die brauche ich nicht nachkaufen. Genau, gegen die Räuber haben wir eben gekämpft. Da waren, glaube ich, grob 1000 an der Zahl. Bogenschützen waren dabei. Bogenschützen waren nicht dabei. Hexenjäger waren auch nicht dabei. Okay, was gibt's da? Falle! Legt eine normale, wildere Falle. Legt eine Falle auf dem Schlachtfeld aus. Okay, ja. Kaufen wir es und spenden es an die Valkyrie. Und ein symbolischer Anhänger aus Gold in Form einer endlosen Spirale. Schriftrollen, Hypnose. Verlieben für den Sieg. Was? Verliehen für den Sieg über seine Hüter. Was? Okay, kaufen wir es mal. Muss ich da jetzt kämpfen, damit ich die Schriftrollen kriege? Oder kriege ich es einfach so? Moment, ich speichere kurz ab, zur Sicherheit. Gib mir Hypnose-Schriftrollen! Möchtest du gegen die Wärter um die Schriftrolle kämpfen? Na, okay, nein, dann spenden wir es einfach. Und spenden es einfach. Und Mister! Es war halt nur Level 3. Übrigens ist das die Obervalküre. Ich glaube, das habe ich bisher noch nicht erwähnt gehabt. Bringt 17% Verteidigung mehr. Ich habe das deswegen so gemacht, weil wir keine Stufe 5 Kreaturen mehr haben. Das sind ja alle Stufe 4, 3 und die sogar 2 und die auch nur 2. Das heißt, dass die Fähigkeit da mit, wo ist es denn? 3 Angriffe für Verbündete der Stufe 5 und ich glaube, wenn sie Obervalküre war, 12 Angriff, bringt uns nichts mehr, da wir keine Stufe 5 Kreaturen mehr haben. Momentan zumindest. Vielleicht ändert sich das ja nur. So, da ist eigentlich irgendwo noch ein Schatz, oder? Wahnsinn! Wahnsinn und Gold! Wir haben mittlerweile über 2 Millionen Gold. Okay, gehen wir raus und belügen die Elfen. Ein guter Start für unser Elfenbündnis. Ihr habt es also erfolgreich mit den Nekromanten aufgenommen, Wikinger. Angesichts eurer Armee dürfte ihr keine allzu große Schwierigkeit gehabt haben. Es war recht einfach, obwohl in dieser Höhle durchaus einige Untote lauerten. Eigentlich gar keine, es war nur dieses eine Haus mit den Menschenkämpfen eben. Jetzt sind alle vernichtet, diese Kreaturen werden niemand mehr ein Leid zufügen. Hervorragende Neuigkeiten, Wikinger, danke. Und natürlich ist hier eure Belohnung, wie versprochen. Jetzt wird es Zeit, dass wir zurückkehren. Wir müssen noch den halben Wald durchqueren. Es war mir eine Freude, mit euch Geschäfte zu machen, Elf. Und tschüss. Und belohnungsmäßig haben wir irgendwas gekriegt. Keine Ahnung. Ich glaube, ein bisschen Erfahrung, ein bisschen Gold. Egal. So, wir gehen jetzt noch einmal aber auf jeden Fall in die Höhle zurück, wo wir eigentlich letztes Mal stehen geblieben sind. Und ja, ich habe die Höhle soweit fertig erkundet, soweit ich weiß. Ich glaube, ich habe alle Schätze aufgehoben. Es gibt nichts mehr drinnen. Es gibt ein paar Kämpfe, die kann ich nur machen für Level Up dann, für Stufe 38. Aber an sich probiere ich da die Kämpfe jetzt vermeiden, vor allem den einen krassen Kampf. Mag nicht wieder so viel Pech haben und unendlich oft verlieren. Wie heißen sie denn? Nicht Vampire, sondern uralter Vampir. Genau, so haben die geheißen. Und die haben eben als Fähigkeit dieses Ausweichen und haben eben wirklich, sind eben wirklich unendlich oft ausgewichen. Wir sind so schnell. Oh Gott. Komm schon, einfach durch. Einfach irgendwie schnell durch und darauf zu... Oh Gott! Okay, jetzt da einfach rauf und bitte schnell reden mit ihr und dann abhauen. Die Elfin! Was da weißes Haar hat, im Spiel aber rotes Haar. Auf die Details wurde auf jeden Fall geachtet in dem Spiel. Die Elfin sieht sehr krank aus, ihre Augen sind eingesunken, ihre Stirn ist schweißnass und ihre Lippen sind trocken und aufgesprungen. Sie vermag kaum zu sprechen, dennoch wollte sie küssen. Wer da? Seid ihr Elterra? Wie spricht man sie aus? Das sind so elfische Namen, die spricht man so speziell aus. Seid ihr Elterra? Mein Name ist Olaf, Lasksarin hat mich geschickt. Ich bin hier, um euch zu helfen. Vater schickt euch? Mein Vater? Er? Hier? Lasksarin ist euer Vater? Lasksarin ist mein Vater. Hat er das nicht gesagt? Das sieht ihm ähnlich. Also dann wollen wir uns mal mit eurem Verwandten befassen. Könnt ihr aufstehen? Nein, Olaf. Ich bin sehr schwach. Als mein Schiff auf das Riff auflief, diese Insel. Ich bin die einzige der Mannschaft, die überlebte. Dann zog ein Sturm auf. Ich beschloss, in dieser Höhle Zuflucht zu suchen und wurde von einer Spinne gebissen. Wird schlimmer, werde Reise nicht überleben. Wie kann ich euch helfen? Ich erinnere mich.
Gegenwind zwang unser Schiff nach Malassa. Kräuterkundiger da machte uns Trank gegen Seekrankheit. Fragt ihn. Danach mache ich mich sofort auf den Weg zu diesem Kräuterkundigen und ihr versucht nicht zu sterben. El Terror versucht zu lachen, bekommt aber einen Hustenanfall. Ich versuche es, Olaf, aber ihr eilt euch besser. Ich bin bald zurück. Eilt euch, Hobbitze, eilt euch. Du hast eine Karte für das folgende Gebiet gefunden, Insel Malassa. Doch diese Karte hast du bereits, daher tauschst du den wertvollen Fund ohne zu zögern gegen eine seltene Schriftrolle mit Wanderermagie. Uraltes Wissen. Was ist das? Kennt man das? Ist irgendwas Neues. Auf der Weltkarte verwendet Erfahrung im Kampf plus 50%. Dauerkämpfe 5. Okay, das will ich eigentlich benutzen. Ah, ich hab's schon benutzt. Sehr fein. Aus Einheiten der 5. Stufe. Na, Steingeschenk. Erhöht die Anzahl der Runen aller verbündeten Truppe auf 3. Ja, macht man jetzt auch noch. Warum auch nicht? Und Drache des Chaos. Ruft den Drachen des Chaos, sobald er an der Seite des Helden kämpft. Dauerkämpfe 2. Gut, das habe ich noch nicht benutzt. Das will ich eigentlich alles irgendwann aufsparen. Aber die 50% Erfahrung, den nutze ich jetzt doch. Da. Das einfach geil ist, weil die Krämpfe bringen ja mittlerweile relativ viel Erfahrung. Und ja, falls ihr eventuell sogar Heldenkrämpfe beschreit, nachher kriege ich statt 5000 Erfahrung 7500 Erfahrung. Das ist doch verdammt viel und verdammt geil. Uhu. So, können wir jetzt endlich in unserem Schiff wieder reisen. Wo ist unser Schiff überhaupt? Eigentlich brauchen wir nur Pegasus. Pegasus bringt uns überall hin, wo wir wollen. Wollen wir denn mal Schiff lassen? Gott. Schiff. Hallo. Eigentlich sieht man es auf der Karte, oder? Da drüben ist es, okay. Da drüben nämlich am Ufer, da habe ich ein paar Kämpfe gemacht. Also den Kampf da habe ich gemacht gegen so Fischkreaturen. Und den Kampf da habe ich gemacht, da war nur Gold, was ich befreien habe können. Und dann bin ich in die Kommandenhöhle gegangen. Nichts ahnend, dass dort Text auf uns lauert. Die kann aber noch immer nicht reisen. Oder habe ich da irgendwas vergessen? Verstehe es nicht. Hä? Eilt nach... Mir kommt doch vor, es ist schon so lange her, dass wir Seereise machen können. Dass da ein Knopf war zum Seereisen. Da ungefähr, wo ich jetzt mit der Maus bin, oder? Da ist nichts. Was finde ein Gegengift gegen Spinnenbisse? El Terror zufolge kann dir der Kräuterkundige auf Malassa weiterhelfen. Schmiede ein Bündnis mit den Elfen. Keine Ahnung, okay. Verstehe es gerade echt nicht. Fliegen unmöglich, ja, ist klar. Keine Ahnung, gehen wir mal kurz zu ihrem Vater und berichten ihm, dass sie nur lebt, aber dass es ziemlich brenzlig um sie ist und schlimm um sie steht. Vielleicht erlaubt er uns dann zu reisen? Na? Welche Kunde bringt ihr mir, Olaf? Habt ihr Kommandantin El Terror schon gefunden? Ja, Las Xarin, leider wurde sie von einer Spinne vergiftet und ich bin unterwegs nach Malassa, um eine was Arznei zu besorgen. Worauf wartet ihr dann noch? Jede Verzögerung könnte schwerwiegende Folgen haben. Gehen! I don't get it. Das ist ein Bug im Spiel, ich verstehe es nicht. Brauche ja ein anderes Schiff, kann ich mit diesen Gratisschiffen, die was überall herumstehen, nicht reisen. Wenn dem so ist, warum nicht? Verstehe es nicht, hä? Ich bin da. Und da unten ist kein Symbol zum Reisen. Da ist auch kein Symbol zum Reisen. Und da ist auch kein Symbol zum Reisen. Versteh das nicht. Gehen wir kurz zum Ödland. Da kann ich nämlich, glaube ich, ein Schiff kaufen. Und da gibt es ja so bei der Küste ja jemanden. Vielleicht kann der mir noch mal Lasser mitnehmen. Vielleicht darf ich da gar nicht alleine hinsegeln. Vielleicht muss ich dafür zahlen oder was auch immer. Wer weiß das schon? Probieren wir die unterschiedlichen Schiffe ja nur aus. Das kann er mal nicht schiffen. Das auch nicht. Okay, wie schaut es mit ihm aus? Da kann ich wieder Truppen nachkaufen. Okay, aber das ist jetzt... Um das geht es mir eigentlich nicht. Okay, die Dinge kann ich wieder reinholen. Die Wikinger-Truppen.
Die guten Berserker. Ah, das sind, die nennen sich sogar Wikinger. Okay, dann waren, glaube ich, die Berserker, die schwachen Einheiten. Haben wir letztes Mal vertan. Dann er da. Hä? Was muss ich denn tun? Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Oh, da habe ich ziemlich wenige im Moment nachher. Nämlich doch mittlerweile wieder die Wächter mit in meine Armee. Ich habe alle Piraten da jetzt irgendwie anscheinend vergeudet, was es gibt. Okay, da muss ich mich informieren. Keine Ahnung, warum ich nicht reisen kann. Ich hoffe, es ist kein Bug. Das wäre ziemlich scheiße, wenn das Spiel jetzt da beendet werden würde. Ich habe in einem Forum gelesen, dass einige Bugs hat. Es sind da einige durch den Patch behoben worden. Okay, wie auch immer, egal. Ganz kurz, dann machen wir noch eine andere Kleinigkeit. Es gibt ja so viel zu tun in dem Spiel. Es ist ja voller Möglichkeiten. Und zwar zeige ich ganz kurz die Karte. Das ist ja die Karte von Ron. Und das soll ja eigentlich das Wörlen-Ödland darstellen. Und da ist ein X, also da ist der Schatz. Und wenn ihr die Karte richtig lest, dann würde ich jetzt sagen, man orientiert sich schon mal an der Brücke. Man sieht die Brücke, die ist halt irgendwie wichtig zu sein. Die einzige Brücke, was es in diesem Ödland gibt, ist das da. Also muss einmal das die richtige Brücke sein. Von der Karte, so zumindest meine Vermutung. Und dann schaut man, wenn man bei der Brücke... Also die Brücke ist irgendwie halt von Wasser umgeben. Das schauen wir auch noch ganz kurz nach. Das ist dann wohl das Wasser da irgendwie, was da ist. Also der Kreis, was da irgendwie geschlungen oder geformt wird, würde ich mal sagen. Und beim Kreis ganz am Ende da sollte eigentlich der Schatz sein. Also auf der Insel theoretisch. Das heißt jetzt eigentlich müsste der Schatz da ungefähr sein, oder? Und da ist er. Wie unfassbar geil ist denn das? Was zum Teufel? Du hast einen Gegenstand gefunden, die Schatztruhe. Okay, nach stundenlangem Graben ziehst du endlich eine schwere Truhe aus dem Loch. Ron hat die Wahrheit gesprochen, aber es ist von einem magischen Zauber versiegelt und es ist offensichtlich, dass es dir nicht gelingen kann, sie zu öffnen. Tja, nun brauchst du nur noch die Truhe zu Ron zu bringen und dir den Inhalt mit ihm zu teilen. Okay, das habe ich mal komplett missinterpretiert. Ihr habt es nämlich offscreen. Erkläre ich kurz. Jetzt ist die Karte nicht mehr da. Verdammt, das ist schade. Das ist leider schade. Da wollte ich jetzt was zeigen. Ihr habt vermutet, dass die Karte das komplette Wörlen-Ödland darstellt. Und bin dann davon ausgegangen, die Brücke ist halt relativ groß dargestellt. Das hat mich ein bisschen verwirrt. Aber ich wusste, dass es ungefähr in der Richtung sein soll. Ich habe nachher probiert, da zu graben. Na, sieht man auf der Karte, wenn es nochmal zurückspult, sind wieder so einen kleinen, so einen Felsen irgendwie so ein. Ist mir vorkommen. Dann habe ich vermutet, dass es da irgendwo in der Nähe von diesem Berg ist. Da habe ich dann auch nichts gefunden. Da bin ich nur weiter nach oben geflogen, habe dann da im Prinzip alles abgegrast und habe aber nichts gefunden. Also offensichtlich oder natürlich habe ich dann nichts gefunden, da ich komplett falsch gesucht habe. Da war das Rätsel mit der Karte da jetzt doch gar nicht so schwer, wie ich gedacht habe. Okay, das war ganz cool. Wir haben eine magische Schatztruhe. Das heißt, wir haben einige Nebenaufgaben. Okay, ein Stück zwei. Nebenaufgaben in diesem Part dann erfüllt und die Hauptaufgabe eigentlich ein bisschen vorantrieben. Aber wenn wir komischerweise nicht mehr schiffen können und ich weiß nicht warum. Also ich lese jetzt dann kurz im Internet nach, wobei es wird schwierig. Ich habe schon versucht, nach einem Walkthrough zu suchen von dem Spiel. Jetzt nicht deswegen, weil ich wissen wollt, wie ich alles mache und mich zu spoilern quasi, sondern weil ich ungefähr wissen wollt, wie weit ich im Spiel bin. Ungefähr zum Einschätzen, wie viel nur vor mir liegt. Darum habe ich da eigentlich gesucht gehabt und es gibt aber kein Walkthrough, das heißt, es wird eher schwierig, da vermutlich Informationen zu finden. Vielleicht in dem einen Forum, wo ich da bin, mal schauen oder mal gelesen habe. Reden wir mit Ron. Ah, Olaf, ihr seid zurück. Ich habe euch schon von Weitem gesehen und habt ihr meinen Schatz gefunden? Unseren Schatz, Ron, unseren. Nun, die schwere Kiste ist dermaßen schwer, dass ich sie kaum hierher schleifen konnte. Wisst ihr, was das Lustigste war? Ihr sucht den Schatz hier in Alania, dabei war er die ganze Zeit über im Wörlen-Ödland vergraben, wie ich schon vermutet hatte. Ah ja, ihr habt es geschafft. Kein Zweifel. Ich habe versagt, Olaf, auf ganzer Linie versagt. Danke, Baba. Wer weiß, wie viel Zeit ich damit vergeudet hätte, hier die ganze Gegend umzugraben. Oh, bitte erzählt niemanden von dieser Sache, Olaf. Nun denn, teilen wir den Schatz auf, okay? Kein Problem, ich schweige. Mal sehen, was in der Kiste ist. Tod und Teufel! Quest abgeschlossen, das war's schon.
Was haben wir denn gekriegt? Gold? Gut, Olaf, ich hole rasch mein Werkzeug und dann gehe ich rüber zu Pfeife, um meinen Gaumen zu benetzen. Was meint ihr? Ich dachte, ihr habt da schon genug Zeit verbracht. Aha, jetzt ist er weg. Okay, das war die unfassbare Belohnung. Gold ist kurz aufgepoppt, habe ich gesehen. Das heißt, wir haben vermutlich Gold erhalten. Da ist noch so ein Zeppling-Ding. Wie heißen sie denn? Entsprössling heißt Zeppling. Genau, dass mir nicht eingefallen ist. So was Dummes. Okay. Da ist der gute Pfeifer. Sei gegrüßt, Olaf. Heute brennt die Sonne ja ganz schön vom Himmel, was? Da wünscht man sich doch nichts sehnlicher als einen kühlen Schluck. Also, was darf es sein? Pfeife, ich habe euch einen Gast geschickt, einen Soldaten. Ah, da ist er ja. Ja, er sagte, dass ihr ihn geschickt habt. Hier ist euer Magiekristall. Ich helfe doch immer gerne. Für ihn haben wir ja irgendwie Kunden quasi anlocken sollen. Sehr fein. Zeigt mir eure Waren. Hat er irgendwas Neues? Scheint irgendwie nicht so. Heilung hat er. Brauchen wir jetzt aber nicht. Okidoki, dann würde ich sagen... Wir haben nur einige Nebenaufgaben eigentlich offen. Was? Krass, wir haben wirklich ziemlich viele Aufgaben nur offen. Ja, wir müssen eigentlich weiterhin ein Bündnis mit den Elfen schließen. Wir müssten eigentlich weiterhin... Komisch. Wir müssten eigentlich weiterhin eben der Kommandantin helfen, der Elfenkommandantin. Und dazu müssten wir eigentlich nach Merlassa... Und irgendwie kann hier aus irgendwelchen Gründen da momentan nicht herumschiffen. Ich probiere es rauszufinden. Ich informiere mir ein wenig im Internet. Ich hoffe wirklich nicht, dass es ein Bug ist. Es wäre sehr schade. Ich werde nämlich nicht das Ganze noch einmal spielen. Das waren jetzt immerhin, keine Ahnung. Ich glaube mittlerweile grob 46 Stunden Spielzeit. Die gebe ich mir sicherlich nicht nur mal. Wir schauen einmal, vielleicht liegt es wirklich am Schiff, was man hat. Vielleicht muss man ein Schiff kaufen, damit man reisen kann. Aber das war eigentlich auf den Vinland Islands auch nicht so. Von daher verwirrt mir das alles ziemlich sehr. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht finde ich es raus. Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal bei Let's Play King's Bounty Warriors of the North. Ciao, ciao. Ha! Wie geil ist das? Rätsel gelüftet. Kann man nur von Greenwood aus reisen? Ich habe das jetzt irgendwie gerade vermutet gehabt, deswegen bin ich da mit dem Schiff jetzt eigentlich entlang gefahren. Es ist so. Warum ist es so? Keine Ahnung. Es ist komplett verwirrend und unlogisch. Aber von Greenwood aus können wir auf jeden Fall reisen. Ist das schön? Ist das wunderbar? Oh, jetzt bin ich glücklich. Jetzt ist mir gerade ein Stein vom Herzen gefallen. Oh, irgendwie habe ich das jetzt vermutet gehabt, dass ich vielleicht... Also ich habe jetzt eigentlich vermutet gehabt, dass es da so ein Art Portal gibt, wo ich dann nach außen reisen kann. Aber da ist zum Glück das Symbol da. Fragt mich nicht, warum es nur auf Greenwood ist. Es ist auf jeden Fall so. Wunderbar, wir können reisen. Dann würde ich sagen, reisen wir in dem Part nur noch... Ich kann jetzt überall wieder hinreisen. Wie geil ist das? Das heißt, wir können eigentlich da die Nebenaufgaben dann auch wieder abschließen. Aber wir reisen jetzt zuerst nach Merlassa. Dann kann ich da ein weniger Kunden nur Karte ein bisschen aufdecken. Sehr fein. Schaut sehr hübsch aus. Ein großes Dorf, eine große Stadt einmal. Geile Sache. Ist das Gebiet der Elfen? Das kommt mir sehr bekannt vor. Wenn ein Grafikfehler... Hat das Spiel leider Gottes bei mir ein Bar... Insel Merlassa, wunderbar. Und ein sehr schöner Pier. Wir sind da. Im Osten. Wunderbar. Ich glaube, das Gebiet kenne ich auch von King's Bounty The Legend. Das ist, glaube ich, das Elfengebiet. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, dann liegt ungefähr in der Richtung dann das Schloss der Elfen. Und da sieht man die blauen Bogenschützen, glaube ich. Die Waldläufer sind das. Das sind, glaube ich, die besten Bogenschützen im Spiel. Wunderbar, es gibt neue Karten zum Erkunden, viele neue Gespräche, neue Dialoge, wir können Quests abschließen, wir können überall hinreisen. Es wird so geil. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Let's Play King's Bounty Warriors of the North. Ciao, ciao.